Let's begin with a drum set. That's right. Do you hear me? Architect, what's up, though? Jo Leute, wir sind in Liss angekommen und schauen uns jetzt den Manpower Gap Jump an. Alle freuen sich voll. Aber jetzt wird er sich erstmal angeschaut. Okay. Aber ich glaube, die haben ihn auch angeschaut. Wir laufen jetzt den Manpower hoch. Bin übelst aufgeregt. Ich weiß immer noch nicht genau, ob ich machen werde. Aber er schaut möglich aus. Möglich ist er auf jeden möglich Fall. Ist er. Aber leider die Knieverletzung. Aber er ist eine Höhe und es wird scheppern. Es wird in die Beine scheppern, aber man wird es überleben. Aber das da ist das Scary. Das ist das Unheimliche. Dass es einfach 5 Stockwerke nach unten geht. Alter, wenn irgendjemand fliegt, ist er auch durch. Oder sonst wurde bestimmt auch schon gemacht. Dann hier haben sich alle Parkour-Leute verewigt. Origin Clothing, G-Fam, Schlappen. Oh, und wir haben jetzt keinen Sticker dabei. Hier muss man drüber gehen. Ey. Die Entscheidung hat mal Bock oder nicht? Jetzt. On top of the manpower. Da ist das Ding. Hier springt man dann drüber. Richtig viel drauf. Alter, wenn ich hier stehe, fühle ich ihn so hart. Aber umso länger ich stehen bleibe, umso mehr schwindet es. Leute, ich habe eine Knieverletzung, ich kann ihn leider nicht machen, aber ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Es ist natürlich mental, aber von der Weite ist er machbar. Es wird ein Drop mit Impact. Aber ich würde sagen, wenn man fit ist, ist man physisch da auf jeden Fall dazu in der Lage. Da muss man sich nur noch mental überwinden, dann ist der zu 100% machbar. Aber, ey, der Abschwung ist irgendwie madig. Ja, so weit war ich auch schon. Fuck, ey. So. Also ich bin happy, auch wenn wir ihn vielleicht nicht machen. Ist einfach nice hier. Wir werden das jetzt ein bisschen üben. Mal so weite Sprünge mit Drops. Und dann, glaube ich, ist der ziemlich easy zu machen. So, ja. Genau. An der Matte wäre. Also, ich habe mich nun entschieden, dass ich ihn nicht mache. Und ich will das Risiko einfach hier nicht eingehen, mich zu verletzen in Paris. Ja, ich finde es. Ja, oder Liz, das schön, ist einfach. Ich mache ihn wann anders safe. Werde es auch filmen. Aber es ist schon mal übelst geil, ihn hier gesehen zu haben. Der Chris ist auch 80% davor, ihn zu machen. Aber ich weiß nicht. Also entweder macht er ihn jetzt gleich in 10 Sekunden oder wir gehen. Weil es hilft nichts, wenn man so lange da steht. Und machst du ihn jetzt? Okay, egal. Woran hat's gelegen? Nice, woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Ich glaube, noch 5-mal solche Sprünge machen irgendwo und dann ist es kein Ding mehr für uns. Ja. Wenn du einmal so einen Flug hattest, weißt du, es ist easy. Okay, wenn wir schon mal in Liss sind, nutzen wir natürlich die Gelegenheit und machen ein kleines Shooting für unsere nice Shirts. Komplett natürlich hergestellt aus Bambus, handmade und Unikat. Jetzt auf allsgrasshoppers.com. Listen for an explosive live sound. Ready? Hi, hello, is it me you're looking for? I'm knocking at your door, I'm a beast, hear me roar. You better hit the floor before yes. I go all out. Ready yet, going for shelter like a nuclear fallout. Ignore the warning, now the storm's outside. Got a little too cozy cause it's warm inside. Now it's time to pay the price as the Piper collects. Your life, no cash, no checks. I'm on to the next, cause the debt's been paid. Better keep it in the past like it's yesterday. On this escapade, peaks and escalades. I'ma keep it dirty, rotten like tooth decay. Throw my bolos like a tolo, I don't play SA. I'm quick from the hip, don't let it escalate. Better take heed before my whole stampede. Get the running through your crew and make your whole camp bleed. Let me hear that back. It's a brand new word for dramatic design of the future. Yeah,
if you clap your hands, kick your feet, as a matter of fact, it'll tear you up. The architects will tell you. Ready? So ready? Fine. Ready? What I said in the last verse, these words I disperse can have your whole fan cursed. And out of luck, see I can't be touched. I can't speak French, so bored of my Dutch. I'm Jordan in the clutch, take shots against the clock. Call it the snowball effect. I can't be